Hallo zusammen und willkommen zurück auf Deponia. Bevor ich gerade diese neue Aufnahme gestartet habe, habe ich noch ein Magazin hier aus dem Mülleimer mitgenommen, aus Versehen. Das aktuelle Magazin, die aktuelle Ausgabe der Hats. Offenbar sind Fleischmützen gerade der letzte Schrei. So, ansonsten habe ich nichts gemacht und ich muss mich wieder ein bisschen reinfinden, was ich gerade tun will, denn es ist eine Weile her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Das waren Pimpi und Schnixi, genau, das Love Meter, für die wollen wir ein Foto aufnehmen. Hier beklagt sich gerade Java, dass es Updates machen will, das sollte ich gefälligst gedulden. Und ein Bratwurstchip, Wassermalfarben, ein Zuckerherz, ach, was haben wir denn alles in schönem Zeug dabei? Eine Bowlingkugelpoliermaschine. Die braucht ja irgendwie mehr Power dann, ne? So war das doch. Damit die ordentlich polieren kann. So, was hatten wir denn hier alles? Was? Moment, ein Wurfspot? Habe ich mit dem schon geredet? Ich glaube nicht. Das ist ja ein skandalöser Fehler von mir. Hallo? Pff, Saftladen. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Und meine Abenteuer. Vielleicht habe ich doch schon mal mit dem geredet. Aber ich habe doch hier einen Bratwurstchip für den Wurstspot. Wurstspot aktiv, Wurst. Kann ich für Sie Wurst? Was gibt's denn so? Was gibt's denn so? Nicht. Es ist alles alle. Na toll. Und was soll ich dann essen? Du denkst, du hast es schwer? Ich habe eine Familie zu ernähren. Na, eine Wurst dann. Eine Wurst, bitte. Wurst ist aus. Ich dachte, das hier ist ein Wurststand. Packen Sie mich darauf aus. Ich habe jetzt so schon demütig genug. Ah, verstehe. Mit dem Kostüm und allem. Kostüm? Aber ja, der Kerl ist ein bisschen schwer zu verstehen, so wie er rumbrutzelt. Ich will aber eine Wurst. Es gibt aber keine. Ich werde mich bei deinem Vorgesetzten beschweren. Bitte nicht. Der drängt mich durch den Fleischwolf. Soll ich jetzt etwa Mitleid haben? Ich armes, armes Würstchen. Ich will aber eine Wurst. Es gibt aber keine. Kannst du noch einmal nachgucken? Na gut. Jetzt klau ihm das, hey! Die Sicherung! Oh ja! Genau so funktioniert das, haha! Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Und, hallo? Saftladen. Kaputt! Dabei habe ich doch nur... Sicherungen. Die Langweiler unter den paramechanischen Bauteilen sind nicht mal richtig para. Richtig, die sind eigentlich ziemlich normal. Hau den Lukas. So, wie war das denn noch? Oh mein Gott, es gab hier so viele Dinge. Auslösen? Ach so, ja, ja. Das lässt den Kran runter, der kommt aber nicht durch, weil das Dach drauf ist. Das ist hier aber rechts und links. Wie weit geht das denn rechts? Das geht ja gar nicht rechts. Hier läuft gar nichts. Irgendwas scheint zu fehlen. Warte mal. Eine Sicherung? Haha! Außerdem lief das Ding nicht schon mal? Das lief doch schon mal, oder? Ja, wie? Ich wollte eine Ente! Hier läuft gar nichts. Gib mir eine Ente! Ach, verdammt. Okay, ich habe eine Idee. Das spielt man mit einer Angel. Aber die Bowlingkugel könnte dann das Ding aufnehmen und dann die Bowlingkugel hier drauf fallen lassen und dann geht das auf. Das war ein super Plan, warum funktioniert der nicht? Mist. Das spielt man mit einer Angel. Eine Angel? Aber mit der Hand habe ich es bestimmt schon probiert. Wassermalfarben, Zuckerherz. Was sehe ich denn damit? Unsinniger Mist. Andererseits wurde mir schon eine Sache gespoilert, nämlich, dass irgendwas in diesem Jahrmarkt hier komplett unsinnig sein soll als Lösung. Vielleicht muss ich also doch irgendwann anfangen, alle Sachen durchzuprobieren. Hey, jetzt, komm, den Hammer kannst du doch. Hey! Nochmal. Warum kann ich denn das jetzt hier nicht?
Kann ich denn das nicht? Also ich will das doch nur... Moment, das probieren wir gerade nochmal. Ja, okay, das war eher logisch. Das war es also wohl noch nicht. Dahin und... Ups. Alles gut? Oh. Sieg! Das heißt, Moment, das sind ja alles Nieten. Zersetzung, Hochverrat, Betrug, Feuerwehr! Also, das ist magnetisch geworden. Ups, das habe ich noch gar nicht kapiert gehabt. Mit diesen Betrügern spiele ich nicht mehr. Mit diesen Betrügern spiele ich nicht mehr. So gar nicht mehr? Mit diesen Betrügern spiele ich nicht mehr. Na, dann braucht das Ding auch keine Sicherung mehr. Hey, Moment mal, ich habe gesagt, das Ding braucht... Ach, Mist. Und was passiert, wenn ich jetzt hier drauf hämmer? Nix. Und was passiert, wenn ich hier drauf hämmer? Nix. Links, rechts, Klappe, Hammer. Okay. Was haben wir hier? Eine Magnetangel. Ich fand meine improvisierte Angel deutlich lässiger. Aber warum ist die denn jetzt da? War die unter den Enden? Gut, was wir mit der Angel machen können, sollte ja wohl klar sein. Nämlich... Und irgendwie finde ich gerade... Moment mal, das muss ich mal kurz einstellen. Irgendwie sind die Soundeffekte so laut im Vergleich zu den Stimmen. Und meine Geräusche auch so auf 55%. Vielleicht ist es so besser. Wer weiß. Na, dann wollen wir mal. Das war einfach. Es hat geklappt. Meine selbstgebaute Magnetangel war trotzdem cooler. Das stimmt. Und die Angel hat er natürlich auch gleich weggeschmissen, weil braucht man ja nicht mehr. Hilfe! Ist das hier, wie heißt das Spiel? Ach, egal. Naja, jetzt wird halt. Was kann ich denn jetzt hier machen? Warum ist denn hier nichts? Kleingeld? Ah, die Notbremse. Warten wir mal, bis er eben Looping ist. Perfekt, genau da wollte ich bremsen. Eine Punktlandung. Aber was soll's? Genau da wollte ich bremsen. Wie, ich kann hoch? Achso. Moment, gleich. Zuerst möchte ich noch einmal die lustige Bremse bedienen. Genau darum heißt es Spaßbremse und nicht Spaßgaspedal. Haben wir noch was hier? Tür. Ja, machen wir mal wieder zu hier. Muss ja alles ordentlich. Achso. Ach, schau mal an. Ja, McChronicle kann warten. Ich habe Geld für die Kaugummis. Moment. 4 Münzen? Das kommt mir irgendwie verdächtig vor. Warum sind es genau 4? Hey, da ist ein Ring drin. Mit etwas Glück. Mist. Denn da sind 4 Kaugummis drin. Ich wette, er kommt nicht raus. 3 Münzen. Diesmal krieg ich den Ring. So ein Scheibenkleister. Ah, ich habe da ein ganz schlechtes Gefühl. Na komm, 2 Münzen sind es noch. Komm schon, Ringo. Komm, 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 komm. Ach, das gibt's doch nicht. Na, aber dann mit der letzten Münze. Natürlich wird das klappen. Auf jeden Fall wird das klappen. Ah, jetzt hab ich dich. Huh? Das hat wirklich geklappt. Hey, Moment mal. War ja klar. Genau, McChronicle kann warten. Da liegt der Ring ja. Bleib still, du Milbenplantage! Das gibt's doch jetzt nicht. Diese blöden Wombats. Immer funken sie einem dazwischen. Echt, immer diese Wombats. Also dann, Mann gegen Wombat. Ein unsportlicher Kampf. Hey, warte! Au! Au!
Andererseits, wenn ich diesen Bombard ganz alleine besiege, glaubt mir das ja nachher niemand. Ich sollte mir ein Publikum besorgen. Wie bitte? Will der Wombat nicht vielleicht ein Lebkuchenherz? Also dann, Mann gegen Wombat. Ein unsportlicher Kampf. Hey, warte! Au! Au! Bitte nicht! Andererseits, ich sollte mir ein Publikum besorgen. Ich glaube, das macht er jetzt mit jedem Item so, statt einfach zu sagen, dass es nicht geht. Das finde ich doof. Ein Publikum besorgen? Ein Publikum besorgen? Na ja, gut, holen wir McChronicle raus. Was soll's. Na, das sieht dir mal wieder ähnlich. Während ich die ganze Arbeit mache, lackierst du dir auf der Achterbahn die Fußnägel. Ich würde ja gerne mit Hand anlegen. Leider brauche ich meine Hände im Moment, um mich panisch an diesen Sicherheitsbügel zu klammern. Ich sage ja nicht, dass ich von dir enttäuscht bin. Ich sage lediglich, dass jeder seine Prioritäten selber setzen muss. Ich wünschte, Goal könnte das sehen. Hast du's bequem da oben? Ja, eigentlich schon. Dafür, dass er Höhenangst hat, trifft man ihn unverhältnismäßig oft am Rande irgendwelcher Abgründe. Das ist wahr. Du musst loslassen. Ich kann nicht. Doch, das geht. Unter dir ist nur Wasser. Ich kann trotzdem nicht. Schon gut, ich lass mir was einfallen. Können wir ihn nicht vielleicht kitzeln? Hier, nimm meine Hand. Das ist nicht deine Hand. Ach ja. Oh, ach so. Bowlingkugel auf die Finger. Das hier könnte dich unter Umständen interessieren. Unter welchen Umständen? Unter anderem. Bingo. Lächeln. Das hier könnte dich unter Umständen... Okay. Unter... Bingo. Magst du vielleicht ein Kaugummi, wenn du schon da hängst? Das hier könnte dich unter... Na, natürlich nicht. Boah, dann... Weiß ich noch nicht so genau. Gehen wir halt mal wieder. Gehen wir auch mal wieder hier zurück und hier zurück. Was wollte der Seher nochmal für uns? Wollte der was für uns? Hier gibt's bestimmt noch viel Kompliziertes zu tun. Aber ich möchte erstmal dieses schöne Herzmagazin gegen deine Zeit tauschen. Der Trend geht offenbar weg vom Trend. Schau mal, dein Hut ist total out. Kein Wunder. Meine Ausgabe von Herz ist über 10 Jahre alt. In langen Wüstennächten hielt sie mich bei Verstand. Aber zu welchem Preis? Hier, nimm. Ich brauche sie nicht mehr. Viel geholfen hat sie dir ja auch nicht. Was? Aber warum? Damals waren offenbar extravagante Hüte hip. Und das Wort hip war auch noch hip. Okay. So, auch hier wieder. Ich habe ein bisschen vergessen seit der letzten Aufnahme, was die eigentlich alles wollten, die Schrottritter. Hey, da, Gevattern! Redest du mit uns? Ihr braucht eine Aufgabe? Da hätte ich was für euch. Nein, danke. Wir werden nie wieder an etwas glauben können. Außer der Typ da oben kommt langsam mal zu Potte. Oder natürlich die Werbung für Dr. Übels Tiefkühl-Crunchitos. Stimmt. An die glauben wir. Ja, die Alternative wäre undenkbar. Okay, die wollen also den Propheten. Ich verschwinde lieber, sonst kriege ich noch Langweilitis. Tu, was du nicht lassen kannst. Und der Prophet... Und oftmals wichtiger... Hey. Lass, was du nicht tun kannst. Red mir nicht dazwischen. Der Prophet, braucht einen Spruch, mit dem er sie motivieren kann. War das nicht so? Brauchst du für das letzte Gebot noch ein paar Vorschläge? Nein. Diesmal brauche ich eine echte Vision. Ich will die Gebotstafel ein für alle Mal abschließen. Und als dein Produzent sage ich dir, niemals sollst du Dinge in Stein meißeln. Eine echte Vision. Man muss kein Prophet sein, um vorauszusehen, dass er damit überfordert wäre. Aber es hilft. Also wahrscheinlich auch mit dem Magazin, der Hüt. Kannst du die kommenden Huttrends voraussagen? Ich bleibe lieber unkonkret. Nicht, dass am Ende noch Kriege wegen meiner Lehren geführt werden. Haha.
Oh, du Witzvogel. Wassermalfarben. Oh, naja. Brauchst du einen Tuschkasten? Später vielleicht. Erstmal muss ich einen Weg aus meiner Schaffenskrise finden. Ja, gut. Wie wär's mit Retro? Kannst du die kommenden Hut-Trends voraussagen? Ich bleibe lieber nicht. Vage, na gut, okay. Dann probieren wir es noch mit einer Bowlingkugel, nur weil es möglich wäre. Naja. Man muss kein Prophet sein, aber. Okay. Das wäre also alles hier. Dann rede ich auch noch mal kurz mit dem Seher. Ach, sei mal flexibel. Kannst du es nicht ausnahmsweise ohne Kugel probieren? Nein, ohne Kugel. Keine Vorhersage. Genau, der kriegt die Vision aus der Kugel und dann kriegt der Prophet die Vision und dann kriege ich irgendwas Tolles. Aber dazu muss ich erst diese Kugel polieren und dazu muss diese Kugelpoliermaschine erstmal aufgebohrt werden irgendwie. Dafür brauche ich nur meine Finger und mein berühmtes Sonntagsgesicht. Kann ich das jetzt irgendwie nicht da drauf stecken oder so? Um das hier zu montieren, bräuchte ich schon einen Adapter und vielleicht einen triftigen Grund. Einen Grund hätte ich. Ich möchte nämlich ein Anti-Drosselglied in den... Selbst wenn das möglich wäre, keines von meinen Besitztümern muss gedrosselt werden. Im Gegenteil. Oh. Ran an die Buletten. Volle Kraft voraus. Ja, so sehe ich das auch. Ja, das Drosselglied passt da, das war mir ja klar. Hier läuft gar nichts. Irgendwas scheint zu fehlen. Jetzt haben wir den Selbstauslöser gedrosselt. Hier läuft gar nichts. Irgendwas scheint zu fehlen. Hier, was fehlt? Strom? Das hatten wir ja alles schon mal. Achso, die Handhabung fehlt. Ein Foto nur von mir? Nicht vor dieser Kulisse. Das würde den Eindruck der falschen Fototapete erwecken. Das heißt, jetzt brauchen wir noch Goal. Aber warum können wir das Ding denn wieder hier... Ich nehme die Sachen besser nochmal mit. Wer weiß, es könnte noch nützlich sein. Außer das Drosselglied. Wer will denn schon was drosseln? Ich jedenfalls nicht. Gut, dann ist also mein Ziel jetzt hier, Goal aufzumuntern. Mit einem Ring! Oh ja, dazu muss ich den Bombard... Oh, das wird jetzt aber hier kompliziert. Richtig kaum. Das habe ich ausnahmsweise einmal ehrlich erstanden. Mit Geld, das ich ehrlich gefunden habe. Nachdem ich ehrlich in das Kassenhäuschen eingestiegen. Ach, Rufus, mach dir doch nichts vor. Nein, das soll eine Überraschung werden. Frauen lieben Überraschungen. Überraschung, genau. Nein, das soll eine Überraschung. Frauen. Die beiden brauchen bestimmt ein Retro-Magazin. Dein Hut war schon vor 10 Jahren aus der Mode. Aber nicht doch, Burschi. In der Liebe ist alles erlaubt. Und die Liebe beginnt direkt hinter dieser Schranke dort. Gibt es noch einen anderen Bootsverleiher in der Gegend? Das frage ich mich ja auch. Das Aktuelle? Dein Hut ist voll out. Aber nicht doch, Burschi. In der Liebe ist alles erlaubt. Ja. Und die Liebe. Gibt es noch ein... Aber was mache ich denn jetzt? Hey, ich habe da eine Idee. Ich könnte mir mit Wassermalfarben einen Weg durch das Spiegellabyrinth malen. Also dann, Mann, ein Unsportlich. Hey, warte, ach, bitte nicht. Andererseits, wenn ich diesen Bombard ganz alleine besiege, glaubt mir das ja nachher niemand. Ich sollte mir ein Publikum besorgen. Mist. Das könnte diesem verdammten Lukas so passen. Jetzt bin ich an der Stelle, wo ich nicht weiter weiß. Und die Zeit für die Folge ist rum. Aber ich muss irgendwie diese Bowlingkugel-Poliermaschine auf Trab bringen. Und das ist mir noch nicht ganz klar. Wenn ich poliere und blanker wird sie doch nicht. Ein Merk
merkwürdiger Zeitvertreib. Andererseits ist das Wort Zeitvertreib an sich schon merkwürdig. Als wäre die Zeit ein böser Geist oder so. Oder kann ich etwa... Nein, die kann ich ihm jetzt nicht geben, ne? Kannst du mir damit die Zukunft voraussagen? Ich sehe... ein Loch. Weil meine Zukunft... Nein, zum Wahr... eine... eine Bowlingkugel. Moment, was sagt er da genau? Naja, geben wir noch die Kaugummis. Das wird ihn nicht interessieren. Ah, ich sehe, du hast Talent. Nee. Schau mal, extravagante Hüte sind retro und darum wieder voll aktuell. Umso besser, dass ich meinen Turban trage. Und so ein aktueller Hut? Schau mal, der mehr Platz für Stirnfalten-Look ist momentan voll angesagt. Was? Zeig mal. Mützenmodell Ansgar Fleischhut bestätigt. Männer mit Frisurvakanzen wirken potenter. Darum diesen Sommer das Schiebedach offen lassen. Na, wenn das so ist. Huch, so geht das also. Hier mit dem Turban. Und den Rest machen wir in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss.